Im kalifornischen San Jose hat ein Beschäftigter der städtischen Verkehrsbetriebe 8 Menschen erschossen. Ein Verletzter ist noch in Lebensgefahr. Die Tat ereignete sich während eines Gewerkschaftstreffens in einem Straßenbahndepot. Anschließend tötete sich der 57 Jahre alte Täter selbst. Polizisten fanden anschließend auch Sprengsätze in dem Depot. Im Haus des Schützen brach Feuer aus. Sein Motiv unklar. US-Präsident Biden ordnete Trauerbeflaggung am Weißen Haus an. Den Kongress rief er erneut dazu auf, Maßnahmen zur Eindämmung der Waffengewalt zu ergreifen. Allein in diesem Jahr sind in den USA bereits mehr als 7.700 Menschen erschossen worden.